So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball FighterZ. Wir haben beim letzten Mal hier ein paar Cutscenes gesehen. Und ich wollte mal gucken, ob es zwischen den dreien vielleicht sogar noch mal eine Cutscene gibt. Ansonsten würde ich Gotenks ehrlich gesagt wieder austauschen. Ich meine, es gab ein paar schöne Cutscenes, aber ich finde die Kombination nicht so gut und ich hätte gerne meinen Piccolo wieder. Und ich glaube, Yamcha hat auch noch nie einen Kid Buu gesehen, also da kann es auch sein, dass der auch eine Kid Buu-Animation kriegt. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Ich bin ihm mal auf den Fuß getreten. Na, Freezer. Ich würde ihn gerne rausschmeißen. Aus dem Ring. Ja, der kleine Junge auf Namek ist stark geworden. Und der kleine Junge vor Namek ist noch viel stärker geworden, Nappa-Klon. Aber das hat ja der echte Nappa schon mitbekommen. Ja, ja, diese Nappa-Klone haben alle keine Chance. Ich habe echt keine Ahnung, wer der Letzte, weil wir haben ja noch einen Platz frei. Wer wird der letzte Verbündete? Kriege ich vielleicht doch noch meinen Fusion Trunks oder C16 oder... Ach, oder mischt sich sogar Bills ein? Aber es würde ja nicht zur Story passen, weil wir müssen uns ja mit Bills nicht verbinden. Weil Bills ja auch so kämpfen kann. Achso, stimmt, ich habe vergessen zu tauschen. Schade. Ne, zum Story-Mode-Titelbildschirm will ich nicht. Dann machen wir den jetzt einfach mit denen fertig. Gehen jetzt halt für Tenshin Han, für Yamcha und für links ein paar HP-Flöten. Ein Piccolo, aber was soll's. HP, EXP, aber ist egal, ist nicht so wichtig. Gibt Wichtigeres im Leben. Zum Beispiel jetzt mal wieder ein bisschen Story zu kriegen und... Ne, wir haben sogar noch zwei, die wir freischalten können als Story-Charaktere. Den wollte ich gar nicht. Ja. Da bin ich doch mal gespannt, wer die beiden werden. Future Trunks vielleicht doch? Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Oder weil wir irgendeinen Abschnitt nicht gesehen haben, gibt es jetzt irgendein Story-Fragment nicht? Ich habe keine Ahnung. Also dieser böse Son Goku-Klon kann ja mal überhaupt nichts. Gohan übertrifft hier bei weitem den normalen Super Saiyajin und der steht nur blöd da. Ja, willst du auch ein bisschen Ki laden, Nappa? Ich hab doch Wegschlagen gemacht.
So. Und zum Schluss natürlich der Bossgegner, der am Chu-Klon. Ist ja schon wie bei Xenoverse, in dem der Endbossgegner dann ja auch ein Yamchu war. Mal. So. Das reicht ja bei weitem nicht, um Gohan zu besiegen. Oh, Superkrieger-Story Kapitel 9. Zur Welt der Kaioshin, der letzte Kampf. Ich spüre etwas, es ist riesig. Die Energie ist unglaublich. Fühlt sich an wie von Buu, aber da ist noch mehr. Freezer, Cell, es ist eine Mischung aller Bösewichte, denen wir in den Hintern getreten haben. Allein die Größe kann nur eines bedeuten, es ist C21. Eine Mischung verschiedener Energien? Hast du das damals nicht auch über Cell gesagt? C21 und Cell sind beide Cyborgs. Es ist normal, dass sie ähnliche Energien haben. Interessant, sie plant also uns anzulocken. Ja, scheint so. Du glaubst aber nicht, dass sie vorhat, uns alle auf einmal zu essen. Eigentlich glaube ich schon, das ist genau ihr Plan. Dann ist sie entweder mutig oder defekt. Für mich wäre beides in Ordnung. Tja, sparen wir uns die Mühe, nach ihr zu suchen. Jetzt gibt es nur noch eine Vorgehensweise. Dann gehen wir mal vor. Los geht's. Ja, jetzt gibt's Kloppe für C21. Ist dann echt schon das Kapitel vorbei, also diese Story hier vorbei? Echt wenig Kämpfe, wir haben auch nur 15 Züge. Und es ist ein direkter Weg. Natürlich wird der Held der Erde, Son Gohan, das machen. Ist er ja auch. Hätte beinahe Buu besiegt. Und hat Cell vernichtet. Also von daher, er ist der Held der Erde, finde ich. Für mich ist er der Held der Erde. Das bedeutet wohl, dann kriegen wir hier wohl doch keinen Verbündeten mehr, was ich ein bisschen schade finde. Wird man nicht frech Krillin klonen. Hat er mich eben im Sonnenblitz geblendet. Der Drecksack. Ja, ich arbeite noch ein bisschen an den Techniken hier. Ich krieg's nicht auf die Reihe, dann halt so. Mein Gott. Wenn du nicht anders sterben willst. Ich gebe zu, das war ein guter Einsatz seines Tausches. Oder ist das genau so sein Skill? Nützt ihm natürlich am Ende überhaupt nichts, aber ja. Wahrscheinlich tauchen jetzt auf allen Punkten eh noch Feinde auf. Ne, die da werden erstmal stärker. Ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich stampfe euch eh alle auf dem Weg in den Boden. Und am Ende haue ich C21 um. Und dann bin ich traurig, dass die Superkrieger-Story schon vorbei ist. Aber wir haben ja noch mehr Stories, die wir machen können. So ist ja nicht. Das ist euer Ernst? Wir haben 22 Uhr und ihr staubsaugt. Also duschen finde ich ja okay, aber staubsaugen? Na gut, mir ist es eigentlich echt egal, wenn die um 0 Uhr staubsaugen. Das Problem ist bloß, wenn ich einschlafen will. Aber solange ich das noch nicht will, ist für mich eigentlich in Ordnung. Da dürfen sie machen, was sie wollen.
Okay. Die wenden Gewalt an. So langsam muss ich echt kämpfen. Das gefällt mir. Die Idee, dass ich hier mal wirklich ja, draufhauen muss. Ja, Yamchu muss echt noch ein bisschen üben. Der macht leider nicht so viel Schaden. Aber macht nichts. Seinen Job macht er trotzdem ganz gut. Aber nicht gut genug. Ich wollte ihn unbedingt mit so einem Zerstörungsfinish erledigen. So. Danke. Vernichtet. So gehört sich das. Yamchus Verbindungsevent. Ach du Kacke. Ich habe nicht dran geglaubt. Ja, und Chu hat auch eins. Okay, zeig her. An dieses Verbindungsdingus werde ich mich erstmal gewöhnen müssen. Es fühlt sich komisch an, als wäre jemand anders in deinem Kopf. Das hätte ich nie erwartet. Erst Son Goku und Vegeta und jetzt wollen sie mich. Aber hey, als ich noch gekämpft habe, war ich schon ein heftiger Typ. Gib mir eine Chance, du wirst nur sehen. So oder so, wir müssen uns keine großen Sorgen machen. Son Goku und die Truppe räumen schon auf. Ja, verlass dich nicht auf andere. Yamchu war aber echt mal ein guter Kämpfer. Das muss man sagen. Zu der Zeit, als er noch lange Haare hatte. Man muss ja dazu sagen, eigentlich hat er ja zu der Zeit keine langen Haare mehr. Jetzt hat er leider kurze und ja, jetzt kann er nicht mehr kämpfen. Hier hat er zum Glück lange, deswegen vertraue ich da so ein bisschen drauf, dass er jetzt auch zeigen kann, was er drauf hat. Problem ist, eben hat er echt eine ganze Menge einstecken müssen, hat aber auch wieder viel geheilt. Also ich glaube, jetzt ist er ja sogar schon wieder fast vollständig geheilt. Ja, es ist sogar schon vollständig geheilt. Verdammt, da wollte ich gerade zuhauen. Halt dich bloß nicht für was Besonderes, falscher Gohan. Wer bin ich? Freezer? Offenbar ja. Okay, Yamchu, da musst du mal kurz übernehmen. Problem ist, er zieht halt wirklich viel weniger ab als die anderen. Den Move kennt ihr natürlich alle, wenn ihr Multiplayer spielt. In die Hocke gehen und dann mit so einem Hochschlag weghauen. Kennt ihr alle. Komm, jetzt hau ihn weg. Zerstörungsfinish.
So will ich das sehen, Yamcha. Zeigt, dass du auch noch nicht ganz zum alten Eisen gehörst. So ein bisschen, aber noch nicht ganz. So, dann würde ich aber sagen, die letzten Kämpfe, die verschieben wir aufs nächste Mal. Ihr hinterlasst mir jetzt ein nettes Kommentar, einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann, wenn es hier an den Entscheidungskampf geht. Also, bis dann, euer Wolf.